Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spielen wir Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ja, mal was anderes als Emergency 4, ne? Wir sind hier diesmal aber nicht in der Leitstelle unterwegs, wie man jetzt hier vielleicht meinen kann, wenn man das Menü hier so sieht, sondern wir klicken hier auf Spiel starten. Und dann sind wir diesmal keine Leitstelle, sondern ein Feuerwehrmann hier in dieser virtuellen Stadt. Ja, so, das lädt jetzt noch ganz kurz. Ja, so, das lese ich jetzt nicht vor. Also wir können hier auf OK klicken und losspielen oder auf Trainingsplatz klicken und dann kommen wir auf so einen Trainingsplatz. Ja, ich klicke einfach mal da drauf. Machen wir jetzt nicht, aber hier, das ist jedenfalls der Trainingsplatz. Hier kann man also ja so verschiedene Sachen üben. Das sollte ich unbedingt irgendwann mal tun. Sonst beschweren sich wieder alle, dass ich das nicht kann. Ich glaube, ich habe meine Kopfhörer gar nicht angeschlossen. Einen Moment bitte, dann muss ich das jetzt natürlich mal wieder machen. Ja, ich glaube, meine Kopfhörer sind doch angeschlossen. Das Kabel führt jedenfalls zum PC. Aber ich glaube, ich höre nichts. Doch, Moment, eben hatte ich noch Ton. Ja, okay, der Ton ist da, dann ist jetzt halt gerade kein Ton. So, also wie ihr seht, ich muss jetzt hier mich erstmal orientieren. Wir müssen dahin, glaube ich. Oder? Nee, da hinten, oder? Nee, da. Ja, hier sind die Rettungswagen, damit fahren wir nicht. Ja, ist auch ein bisschen, ist kein, oh ja, jetzt haben wir schon einen Einsatz. So, und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier einen Gebäudebrand und diese vier Fahrzeuge hier fahren da jetzt hin. Und wir können uns jetzt aussuchen, ja, welches Personal wir hier jetzt spielen möchten. Ich würde mal sagen, wir sind Maschinist, weil dann können wir das Fahrzeug auch fahren. Vom Schrubbenfahrzeug oder von der Drehleiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal da mit an. Hier steht das nochmal. Fahrer des Löschfahrzeugs bedient die Komponenten des Fahrzeugs während der Fahrt und am Einsatzort. Überwacht die Atemluftversorgung der Einsatzkräfte während Atemschutzeinsätzen. Das könnte ja beim Gebäudebrand der Fall sein, ne? So, jetzt sind wir hier. Achtung, Brandschutz. Schauen wir da mal hin. Zimmerbrand. Hier sehen wir Einsatz das nochmal. Für ELW, LF24, DLK2312, TLF1. Hier können wir so runterrutschen. So. Jetzt sind wir auch schon alarmiert. Da in diesem gelben Ding sehen wir schon, wo wir hin müssen. Wir können auch Tab gedrückt halten, dann sehen wir, das Fahrzeug ist grün. Da sind auch schon Leute drin. Gehen wir da mal rein, wir können ja kurz gucken. Da sind anscheinend alle schon drin, nur wir noch nicht. So, jetzt sind wir da auch drin. Dann machen wir mal den Motor an. Das Blaulicht. Also links seht ihr ja nochmal, da sind die ganzen Tasten. Jetzt können wir hier E-Horn machen. Das hört sich aber nicht so schön an. Machen wir lieber das hier. So. Und dann fangen wir dann los. Achso, Licht vielleicht, ne? So. Jetzt müssen wir nach rechts. Dann blinken wir dann mal. So, jetzt habe ich hier 15 FPS. Das gibt's doch nicht. Nur weil ich hier in Ultra-HD spiele, oder was? Naja, das muss man halt jetzt hinnehmen, ne? Also ich hab von der Grafik her alles auf maximal gestellt. Wir können übrigens auch die Innenansicht nehmen. Oh, ja, machen wir später mal. Also ich habe hier alles auf maximal gestellt. So, wir haben hier übrigens auch Bullhorn. Ne? Falls da mal jemand hier keinen Platz macht. So, da steht schon jemand. Das Einsatzleitfahrzeug. Ja, von der Grafik her ist jetzt hier jedenfalls alles eine höchste Qualität eingestellt. Ups, jetzt habe ich zu spät gebremst, aber das passt doch. So, es ist nichts passiert. So.
Also Grafik, höchste Qualität, Ultra HD. Es ruckelt. Ich habe eine 1080 Ti, also von Nvidia, die GTX. Ne? Und ja, in der aktuellen Beta-Version, es gibt ja auch eine Beta-Version, wo halt neue Sachen getestet werden, da ruckelt das noch mehr. Ich weiß nicht warum. Achso, wir müssen aussteigen mit E. Mit E geht das. Das steht nirgendwo irgendwie, aber es geht mit E. So, was muss ich jetzt machen? Da steht oben rechts, was man machen muss. Und hier ist das auch immer markiert. Ich soll das irgendwo hinstellen, denke ich mal. Jetzt soll ich auf weitere Anweisungen warten. Ja, G-Animation. Wir können übrigens auch die Ansicht wieder wechseln. So, jetzt sollen wir den Schlauch nehmen. Noch mit Q. Zur Position gehen. Schlauch ablegen. Ja. Achso. Und benutzen. Achso, abrollen nur. Und der macht jetzt den Rest. Der schließt das jetzt da an. Verbrennt es denn überhaupt hier? Das weiß ich gar nicht. Ja. Jetzt müssen wir noch mehr machen. So. Müssen wir dem alles hier selber machen? Kann er das nicht? Kann er das nicht oder was? So. Benutzen. Den Korb müssen wir ihm sogar öffnen. Das kann er gar nicht. Ist bestimmt Praktikant oder sowas. Ich weiß nicht. Geht zur Position. Oh. Jetzt müssen wir die Pumpe kontrollieren. So. Ich wechsle mal die Einheit, das kann man nämlich auch machen. Ich gehe einfach mal auf den, der muss glaube ich nichts machen. Und dann schauen wir mal zu, was die jetzt hier machen. Boah, das ruckelt aber hier, das ist ja unfassbar. Ich glaube, das liegt an den ganzen Blaulichtern. So, laufen wir da schnell mal hinterher. Oder wir können ja sogar... Ah, jetzt sind wir hier. Guck mal, der hat sich schon hier in diese Position begeben. Ja. Ist ja auf jeden Fall eine schöne Wohnung hier, ne? Dann, oh, da brennt es aber auf. Ach, das ist ja... Oh je. Die Tür ist zu... Es werden keine Personen vermisst. Ja, die... Hier steht Funk. Die reden nicht. In der Beta-Version hat sich das, glaube ich, geändert. Oh, ja. Da müssen wir jetzt mal löschen. So. Ja, man sieht da irgendwie gar nicht genau, wo man hinlöscht, irgendwie. Aber. Tür schließen, nee. So. Unten links haben wir irgendeine Anzeige. Ich weiß gar nicht, wofür. Ist das Hitze oder sowas? Ich glaube schon. So. Ja, es steigt schon an. Aber ist noch nicht im roten Bereich. Das geht noch. Gleich ist es schon im roten Bereich, muss ich aufpassen. Nicht, dass ich hier gleich umkippe oder sowas. Da steht da, glaube ich, ein fehlgeschlagen. Boah, das. Ja, ich glaube, ich bin hier irgendwie. Ja, Neustart, Einsatz vom letzten Speicherpunkt aus. Achso, ich habe nicht gespeichert. Ja, gut, das hat jetzt. Ich glaube, ich habe mich gerade umgebracht, aber. Ja, das kann doch mal passieren, dass man sich umbringt, das, ja. So. Na, bisschen unscharf, ich brauche eine Brille. Ja, das ist Unschärfe. Wenn man zu nah dran geht an den Mann, dann wird er unscharf. So. Ja. Gehen wir auch mal irgendwo hin, ne? So, und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet und ob ihr überhaupt noch mehr Folgen davon sehen wollt. Ich vermute es mal. Das ist der Stangenmann. Der ist in die Stange gewachsen. Aufzüge funktionieren übrigens nicht. Und sie haben hier riesige Lautsprecher da drin. Guckt ihr das mal an und wie dick die Kabel sind. Ja. So. Gehen wir einfach mal hier hoch und gucken, was es hier so gibt.
Das kann man natürlich jederzeit. Oh, jetzt gibt's einen Einsatz. Ja, Kleinflächenbrand. Gut, dann nehmen wir da. Das ist ja nicht besonders schwer jetzt. Der ist natürlich mal wieder hier oben. Achtung, Brandschutz. Kleinflächenbrand. Einsatz also hinten für wir. Da läuft doch jemand. 2. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Hier anscheinend nicht. Ich gehe einfach mal die Treppe runter, das wird schon richtig sein. Da hinten müssen wir hin, okay. So. Jetzt fängt es schon wieder an zu ruckeln. Der Lüfter meiner Grafikkarte ist auch hier schon auf Maximum anscheinend. Sitzt der da schon drin? Ja, der sitzt da schon drin, der Kollege. Hallo, wie geht es Ihnen? Ja, gut. So, Motor an, Blaulicht an. So, der soll mal Platz machen da. Ja, dann fahren wir mal dahin zum kleinen Flächenbrand, ne? Nicht zu schnell fahren, man darf hier keinen Unfall bauen, sonst ist dort auch wieder fehlgeschlagen. So. Das ist jetzt ein bisschen knapp gewesen. Was brennt denn da? Oh. Blaulicht lassen wir an. Machen wir mal hier hinten diese. Machen wir erstmal Warnblinker an und Heckwarnanlage. Da ist die Blitzlicht in der Mitte. So, dann. Da sollen wir jetzt was machen. Erstmal die Einsatzstelle sichern, natürlich. So. Ja. Der hat da hinten so Blitzblinklichter da hingestellt. Sieht auch sehr schön aus alles. So, jetzt wechseln wir natürlich mal wieder die Einsatzkraft. Ups. Ging schnell. Machen wir einfach mal was anderes hier. So. Mach das Ding zu. Wir müssen noch tanken. Ah, okay. Kann der das nicht? Muss ich das jetzt machen oder was? Ja. Ach so, ich muss natürlich auch die Schublade reinmachen. Ja, ich darf nicht fahren, schade. So, lass mal den Kollegen mal fahren, mal gucken, ob der das gut macht. Wir können uns jetzt hier entspannen. Wir wollen natürlich. Hallo, da war ein Stoppschild. Ist ja irgendwie. Der fährt jetzt nicht über Rot, ne? Mann, aber. Da war ein Stoppschild und der fährt einfach drüber. Das gibt's doch nicht. Kann man nicht Radio anmachen? Bisschen Musik. So. Also merken, die Kollegen fahren auch mal über ein Stoppschild einfach drüber. Der baut jetzt keinen Unfall, ne? Da funktioniert ein Rückspiegel nicht, glaube ich. Der da. Ist das ein Rückspiegel? Ja, ne? Keine Ahnung. Verstellen kann man die, glaube ich, auch nicht.
Das ist ja fast ein selbstfahrendes Auto hier. Guck mal, der lenkt ja gar nicht. Das sind magische Kräfte, die der hat. Ja, nicht so schnell fahren, ne? So, das ist ja schon mal ist ziemlich interessant. 19 FPS, das gibt's doch nicht. Drücke, kommt ein Atemgeräusch. Okay. Was bedeutet das? P ist Atemschutz anziehen oder was? Gut, das muss man natürlich auch mal wissen. Ich atme ein bisschen schwer, ja. So, einmal die Tür durch den Kopf und dann war's das. So. Wenn man sich hier reinsetzt, kann man übrigens hier so ein bisschen, ja, gucken. Und dass hier diese Abgasdinger hier einfach nur rumhängen und da nicht dran sind, ist auch ziemlich sinnvoll. So. Ja, was machen wir denn mal? Können wir hier reingehen? Nein. Wir erkunden hier einfach mal ein bisschen. Was gibt's denn hier? Hier kann man bestimmt reingehen, ne? Nee. Hier? Ja. Ach. Ah, jetzt sind wir hier oben wieder. Hm. Achtung! Brandschutz! Kleinflächenbrand! Einsatz für TLF-2. Hier? Nee. Hier. Bin ich in die Treppe wahrscheinlich runtergelaufen, obwohl man hier einfach rutschen kann, direkt daneben. So. Mann, das ist aber hier mit der Performance, da muss ich aber mal ein bisschen die Grafik runterstellen, ne? Oder eine zweite 1080 Ti kaufen. Hä? Wieso ist das denn jetzt noch an? Ach, egal. Ja. So, ist ja nachts, die Leute wollen schlafen, ne? Montag, die Uhrzeit kann ich nicht sehen, weil da dieses FPS-Ding vor ist. Also, hat er die Route gerade mal berechnet? Bin ich falsch gefahren? Ich weiß es nicht. Da ist ein Briefkasten rechts. So, da stehen überall Leute rum. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gerammt, aber egal. So. Ich weiß, ich könnte das die ganze Zeit durchlaufen lassen. Ich könnte auch hier zwischendurch mal das machen oder so. Oder das. Also jetzt nicht dagegen fahren, aber hier das den ganzen Krach anmachen. So. Wir waren eben gar nicht tanken, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, dann machen wir das hier. Ja, gib mir das jetzt. So, die laufen ineinander auch mal. Ah. Der ist aber auch in die falsche Richtung gelaufen, ne? So. Warten wir mal, bis der das da alles gemacht hat.
keine Sorge, wir machen das ja auch irgendwann mal alles von Anfang an. Ich will das jetzt nur generell mal zeigen, was man hier so alles machen kann in dem Spiel. Und dann spielen wir später mal realistisch, wenn man jetzt zum Beispiel Machinist ist. Dann spielen wir mal eine Stunde lang nur Machinist und dann spielen wir eine Stunde lang nur eine andere Einheit und sowas. Und dann auch nur aus Ego-Perspektive, damit das ja realistisch wie möglich ist und sowas. Ja, das machen wir alles. Falls ihr das denn überhaupt wollt, wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare. Liebe Abonnenten und andere Zuschauer. Andere Zuschauer können natürlich abonnieren, die noch keine Abonnenten sind. Lösche das Feuer. Da brennt's noch. So. Mal Wagen sauber, ne? Auch schön. So, da rein in die Werkzeuge. Das ist super. In die Technik, Alter. Ja, da läuft da schon der Machinist. Ne? So, kriegt schon einen Schock. Ah, hier, schön in die Pumpe rein damit. So. Ja. Wie gesagt, wir spielen irgendwann auch mal realistisch so ein bisschen. Kann man hier nicht hochklettern? Mann. So, ich würde mal sagen, wir wechseln wieder. So. Fangen wir mal aus dieser Ansicht. Hier passiert übrigens auch manchmal, dass Leute einem die Vorfahrt nehmen, obwohl man ja Vorfahrt hat und so. Sonst könnten die natürlich nicht die Vorfahrt nehmen, aber ja. Also es gibt hier nicht nur gute Autofahrer im Spiel. Mann, das ruckelt ja unfassbar. Das ist ja... Kann ich das nicht auf Ultra-HD spielen? Ich kaufe mir wirklich eine zweite 1080 Ti, wenn das jetzt nicht geht. Ne? Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Aber ob das Spiel überhaupt Multi-GPU unterstützt, das weiß ich nicht. Könnte ich natürlich mal ausprobieren, aber ne. Da warte ich lieber, bis eine neue Grafikkarte rauskommt. So. Also in Full HD kann ich das ganz sicher mit 60 FPS spielen, aber das reicht mir natürlich nicht, weil ich habe ja hier einen 55 Zoll Fernseher und das wäre ein bisschen verpixelt, wenn ich da mit Full HD drauf spielen würde. Jetzt gibt doch nicht so viel Gas. Jetzt nicht den Spiegel abfahren, ne? Ja, das passt schon, ne? Ach so. Ja, hier steht auch nochmal hier, wo das war. 2016 ist zwar jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber ja, gut. Ja, Starkhitze und so. Das könnten wir jetzt auch speichern und dann später an der Stelle weitermachen. Aber das machen wir dann, wenn wir realistisch spielen. Das war jetzt, wie gesagt, in der ersten Folge nur mal, um das zu zeigen und sowas. Und dann beim nächsten Mal, falls ihr das wollt, spielen wir mal realistischer, ne? Mach das Ding auf. Ja. Ja. Das ist, ja. Ist halt so, ne? Wir fahren einfach mal mit dem anderen Fahrzeug. Ist natürlich jetzt. Jetzt kann ich nicht mehr aussteigen. Ich
Ja, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis tschüss und bis zum nächsten Video. Und dann geht's weiter hier mit dem fliegenden Feuerwehrauto, das sich gerade einfach mal auf den Kopf dreht. Ich kann hier nicht mal rausfahren, das fährt einfach nicht mehr. Boah, das ist ja... Man kann hier unten rechts übrigens einen Status einstellen. Das ändert zwar nichts, ihr könnt auch auf Notruf stellen. Das ändert überhaupt nichts, aber... Ich würde mal sagen, wir sind nicht einsatzbereit. Ach, das ist. Ich würde mal sagen, das ist richtig. Richtig fehlerfrei, das Spiel. Mal ein schönes Video-Vorschaubild. Das ist natürlich super. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh, jetzt muss ich noch ganz kurz was ausprobieren. Das darf natürlich nicht fehlen. Aber schade, ändert sich nichts. Das ist natürlich... Ist er da gerade? Guck dir das mal an, wie der da reinsteigt. Der dreht sich erstmal um. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Video. Vielleicht noch interessant zu sehen, hier kam gerade hier so ein Einsatz und das Ding hier ist rot. Das kann man also gar nicht mehr. Da ist einfach weg. Gut, ja, das muss man auch mal gesehen haben. So.